Ja, moin, hier ist Jens von Move Electric und neben mir steht Jan und Jan kam heute zu mir mit ein paar Fragen. Hallo Jan. Mit ein paar Fragen zu seinem, ich muss sagen, wunderschönen Model X. Er hat einen P100D anderthalb Wochen. Und wie ich gehört ist aber ein Vorführer, der ist genau, nicht nahe genau. Vorführwagen. Schaut euch mal dieses Traumteil an. Weiß von innen. Da gehen wir gleich mal rein. Sehr schöner Wagen, wie ich finde. Auch die schwarzen Felgen stehen ihm echt gut. Gerade mit den roten Bremszetteln sieht super aus. Ja, die Fragen und eventuell auch Probleme, die Jan hat, die werden wir gleich besprechen. Und deswegen wird es spannend. Bleibt dran. Hast du belüftete Sitze? Ja. Oh, belüftete Sitze, Leute. Und das Interieur mit Carbon. Und dieses Dunkle im neuen Design. Also, ja, doch. Also ich finde das ziemlich schick hier, muss ich sagen. Auch bei dem Weiß und der Kontrast zu dem schwarzen Armaturenbrett. Und hier diese riesen Frontscheibe. Ich habe ja noch nie im Model X gesessen, tatsächlich. Oh, okay. Also das sieht richtig gut aus. Siebensitzer? Sechssitzer. Sechssitzer. Das passt gut hin mit den zwei Kindersitzen. Ja, ich habe dich kontaktiert. Ich habe mich gefragt, wie kriege ich das Ding jetzt aufgeladen? Ich hab den relativ spontan gekauft, nicht bestellt, das war im Vorführer gekauft. Und ich habe im Januar schon mal einen Probe gefahren. Ich habe mir in Hamburg einen ausgeliehen und bin wirklich mal einen Monat damit durch die Gegend gefahren. Habe aber dann in dem einen Monat auch nur am Supercharger geladen. Ja, okay. Und jetzt frage ich mich natürlich, was soll ich machen? Wie kann ich unterwegs laden? Wie komme ich vielleicht zu so einem ECS-Adapter? Also ich sehe schon, du hast hier so zwei Ladekarten, aber Supercharger ist ein Stichwort. Du solltest natürlich nicht ständig den Wagen am Supercharger laden, weil, weißt du vielleicht nicht, aber wenn du es weißt, sag Bescheid. Okay. Zu viel DC-Laden ist halt nicht so gut für den Akku. Also man sollte den Schnellladeanteil, also mit Gleichstrom DC, möglichst gering halten. Das ist einfach für die Lebensdauer besser. Ja. Ne? Deswegen sagt man, möglichst viel Wechselstrom laden, also auch langsamer laden. Das schont den Akku. Mhm. Wenn du natürlich sagen wir auf Dienstreise bist, gar kein Problem. Lade schnell am Supercharger, ist nicht das Problem. Aber man sollte es nicht dauernd machen. Mhm. Also es funktioniert 1A. Ich bin jetzt nach Usedom gefahren am ersten Wochenende damit. Langstrecke ist ideal. Ne? Überhaupt kein Problem. Du hast jetzt hier so eine New Motion Karte und so eine, was ist das? Genau, das ist was ganz Witziges. Das ist eine Charge and Fuel Karte von VW. Ah. Die gibt es eigentlich nur, wenn man ein Passat GTE oder irgendwie sowas, also ein Hybrid von VW fährt. Ja. Und ich konnte die überreden, weil wir da unsere Flotte haben, mir auch so eine Karte zu geben. Da kostet einen Ladevorgang pauschal 5 Euro. Und an welchen Ladestationen? An allen. An allen. Das heißt, ich könnte, wenn ich den CCS-Adapter hätte, auch in so einer Ladesäule für 5 Euro vollladen. Das sind aber nur die Schnelllader, an denen das geht. Ja. Also die Ionity oder welches? Ich denke mal, ich habe es auch schon an der SWB-Säule ausprobiert. Also es funktioniert an jeder Säule schon. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, mit wem die da kooperieren, aber ähnlich wie die New Motion. 5 Euro pro Ladevorgang. Ja. Das ist doch mal ein Wort. Derzeit. Weil mal die sehen, wie lange es hält. Ja, die kriegen das nicht anders abgerechnet. Also, wenn du mich fragst, wie du deinen Wagen vollgeladen bekommst, dann du wohnst ja hier in Bremen, richtig? Ja. Und ich meine, ich mache das ja auch so, dass ich habe hier meine Ladekarten. Ich habe ganz wenige nur. Im Prinzip benutze ich fast zu 99,9% ja die SWB-Stromtankkarte. Ja. Du hast ja die SWB-Säulen schon erwähnt. Also da zahlt man im Moment, wenn man SWB-Kunde ist, und in meinem Haus hier bin ich natürlich SWB-Kunde, habe auch eine Photovoltaikanlage, über die laufen, da zahlt man im Monat eine Flatrate, 12,50 Euro. Und da ich zwei Elektroautos habe, die Zoe da hinten und meinen Tesla, wir laden halt beide über diesen einen Account. Und die Zoe muss nicht so viel laden, einmal die Woche. Aber mit meinem Tesla gibt es ja auch ein Video drüber, das kann ich ja hier oben mal verlinken. Da oben. Wie ich lade, also ich lade ja immer, wenn ich unterwegs bin, egal wo ich stehe, stelle mich an eine Ladesäule. Ja. Also ich bin, sagen wir mal, viermal die Woche gehe ich zum Mittagessen in die Stadt vom Schuppen aus. Ja. Und also ich fahre in die Stadt und dann parke ich an der Ladesäule. Und da bin ich, sagen wir mal, eine halbe Stunde bis eine Stunde irgendwo, esse was. Und wenn ich wiederkomme, habe ich 20% mehr im Akku. Und was kostet mich diese Karte? Ich bin ja kein SWB-Kunde. Ach so, du bist kein SWB-Kunde. Ja. Dann ist es das Doppelte, dann sind es 25 Euro. Okay, ja. Aber du hast ein 100D, ne? Also wenn du jetzt, also P100D, das heißt, da geht ja einiges rein.
Da muss man natürlich an AC auch lange stehen. Du hast auch 11 kW oder hast du? 16,5. Ja. Super, guck mal, da lädst du schon 50% schneller als ich. Können die SWB-Säulen das dann? Ja, können die. Die können 22 kW. Ja. Richtig cool. Super. Also da kannst du, sagen wir mal, in einer Stunde, weiß nicht, wie viel Prozent denn sind das? 15% oder so, ne? Ja. 16% ungefähr laden. Und wenn du das öfter tust, ich habe das wirklich für mich so rausgefunden, dass ich, wenn ich montags mit 80% zur Arbeit fahre, komme ich freitags mit 80% auch wieder nach Hause über die Woche. Weil ich habe im Prinzip, der Akku leert sich nicht, weil ich über die Woche immer wieder was nachlade. Das, was ich für die Arbeitswege hin und zurück so brauche, das lade ich einfach nach, indem ich irgendwo stehe. Oder wenn wir am Wochenende halt einkaufen fahren, dann fahre ich irgendwo hin, wo ich laden kann, stelle mich dahin. Und so ist der Akku eigentlich immer gefüllt. Also ich habe seltenst den Zustand, dass ich irgendwo warte, weil ich laden muss. Das heißt, du lädst zu Hause gar nicht? Ich könnte laden. Ich lade zu Hause dann, wenn ich unterwegs bin, auf eine lange Strecke gehe. Okay, damit er morgens voll ist. Damit er morgens auf 100% ist. Ja. Da habe ich halt in der Garage so eine Wallbox mir gekauft und habe mir eine Leitung legen lassen vom Elektriker. Da kann ich auch 22 kW theoretisch. Ja. Mit meinem Tesla halt nur 11. Ne? Aber da brauche ich dann halt nicht viel, weil ich habe dann meistens schon auf 80% voll. Und zwei Stunden bevor ich dann losfahre oder drei Stunden über einen Timer, lasse ich den dann loslaufen und habe dann 100%, wenn ich losfahre. Ne? Okay. Und es gibt ja sonst auch in der Stadt bei Kaufland eine Ladesäule, die man sogar kostenlos nutzen kann im Moment. Die ist in Sebalsbrück. Kaufland in Sebalsbrück. Okay. Und ansonsten gibt es noch ein paar Parkhäuser in Bremen. Ich glaube 3 oder 4 von Brepark. Da gibt es auch Ladestationen, auch von SWB welche. Die kannst du dann mit der Stromtankkarte nutzen. Ja. Aber wenn du sagst, du kannst mit dem Charge Fuel von VW die SWB-Säule auch freischalten. Ich glaube, wir dürfen da nicht so viel Werbung für machen, weil es ist eigentlich nicht so gedacht. Dann haben wir das nie erwähnt. Nee, aber ich weiß gar nicht. Es kann auch sein, dass es 8 Euro dass der Schnellladevorgang kostet und 5 Euro an der normalen Säule. Aber es ist auf jeden Fall ein Pauschaltarif. Mhm. Nee, sonst gibt es halt noch die Maingau-Karte, die ich auch noch habe, so für Sonderfälle. Mit denen kann man auch bei der SWB-Säule freischalten. Allerdings rechnet die dann eben nicht nach der Pauschale ab, sondern also die Flatrate, sondern da zahlst du dann irgendwie pro Kilowattstunde. Die kriegen dann. Das heißt, die nutzt du eher unterwegs? Die nutze ich unterwegs, genauso wie zum Beispiel die New Motion, die du auch hast. Ja. Oder ich habe noch ein Plug Surfing, so einen kleinen, der ist so ein Sonderfall von der Form her, aber sehr witzig. Da nutze ich fast lieber den Plug Surfing als die New Motion, weil die ein bisschen günstiger sind. Aber Maingau geht fast auch immer. Also meine Reihenfolge ist immer die, wenn ich irgendwo bin. Erst probiere ich die Stromtankkarte. Und da die ja im Ladenetzverbund ist, kannst du über 3000 Ladestationen in Deutschland damit nutzen. Okay, aber natürlich nicht kostenlos. Das geht nur in Bremen. Nein. Ah. Über die Flat. Ah, okay. Ich zahle meine Flat. Ja. Mehr nicht. Also 12,50 Euro im Monat, egal wie viel ich lade. Ach, das heißt, die wird nie nach Kilowattstunden abgerechnet? Nie. Okay. Momentan nicht. Ja. Die wollen das natürlich machen, aber dazu muss erst alles umgerüstet werden. Angekündigt ist das für 2020, aber wir sind in Deutschland. Okay. Wann werden hier schon mal Termine eingehalten? Ja. Aber wenn es dann soweit ist, dann wird es natürlich nicht mehr so billig. Aber jetzt ist es momentan noch sehr günstig. Mhm. Das heißt, da lade ich mir der Flat und das habe ich sogar am Bodensee genutzt. Ja. Das habe ich in Süddeutschland, in Hessen, in Berlin, überall, wo ich war, an irgendwelchen öffentlichen Ladesäulen, gerade die, wenn die von Stadtwerken sind, dann geht immer diese Karte. Das ist richtig cool. Das heißt, die brauche ich auf jeden Fall eigentlich als Bremer. Als Bremer brauchst du die auf jeden Fall. Da muss ich mal ein bisschen eine Lanze für die SWB brechen. Also die braucht man als Bremer. Lohnt es vielleicht auch wieder, den Stromanbieter zu wechseln? Ja, wenn du 12,50 Euro sparen willst, dann musst du halt gucken, ob die Vorteile überwiegen. Im Monat, ne? Das macht ja schon was aus. Ja, also viel Strom brauche ich zu Hause auch nicht. Genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Maingau-Karte ist gut für unterwegs und ansonsten noch Plug Surfing und New Motion. Ja. Es gibt auch Leute, die schwören auf die Telekom-Karte, die hat auch so ein paar Vorteile. Es gibt hin und wieder auch Anbieter, die mit Lok-Angeboten, mit günstigen Karten auf den Markt kommen, aber mit denen beschäftige ich mich nicht so, weil ich das nicht brauche. Also nee, du willst ja auch nicht jeden Monat eine neue Karte haben, wer also das reicht mir schon, diese 4. Ja. Und für meinen Fahrbedarf, auch für Langstrecke, reichen diese Karten völlig aus. Also da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Okay, das heißt, ich bin eigentlich schon ganz gut unterwegs mit meinen Karten. Ich brauche nur noch die SWB-Karte. SWB-Karte würde ich dir empfehlen. Ja. Und wenn du noch kostenlos in Bremen laden willst, da gibt es noch einen 22 kW Dual Charger in der Kontrisgape beim Präsident Kennedy Platz, da die Ecke. Ja. Da, wo die ehemalige Bremer Landesbank war, oder die ist noch Bremer Landesbank.
Da kann man kostenlos laden und es gibt in Hemelingen an der Autobahnausfahrt auch einen Triple Charger von irgendwie Schmidt Systemtechnik oder so. Da gibt es sogar drei Lader. Ja. Da kann man sich auch hinstellen, kann man auch schnell laden, geht auch kostenlos. Ja, da, wo der, an dem Autohof oder was? Ja, an dem Autohof, ja. Genau, da ist das. Und wie gesagt, Kaufland kann man umsonst laden und ich glaube auch bei IKEA kannst du laden. Ja. Und ja. Ich kenne jetzt die Ladeinfrastruktur Bremens nicht auswendig, weil ich fast nur die SBB-Säulen nutze, muss ich sagen. Und das reicht für mich völlig aus. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie oft du jetzt tagsüber unterwegs bist. Wenn du jetzt morgens zur Arbeit fährst und abends zurück und sonst nichts machst an Strecke oder an Fahrten, dann musst du halt gucken, ob du beim Arbeitgeber oder zu Hause laden kannst. Ne? Ja, also wir haben in der Straße, wo mein Büro ist, eine SBB-Säule. Ja. Also das wäre perfekt. Das ist ja schon mal gut, dann kann man sich da hinstellen, wenn die frei ist. Ja, klar. Ist das Konsul-Schmidt-Straße? Nee, das ist bei der Uni am Unicom, Mary-Sommerwill-Straße. Ah ja, okay. Das ist, aber genau. Die ist meist frei. Eine Zoe steht da und der andere Platz ist meist frei. Ja, bei uns in der Konsul-Schmidt-Straße hat ja die SBB vor ein paar Monaten einen Triple-Charger hingestellt. Und der wird leider von, ich will jetzt keine Namen nennen, ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber es ist immer ein schwarzer Nissan Leaf, also falls er das sieht, mein Video, der parkt da von morgens bis abends und lädt sich mit Chademo natürlich voll, aber von morgens bis abends 8 Stunden jeden Tag, das muss nicht sein. Und dieser Triple Charger ist auch so doof aufgestellt, dass man da eigentlich von vorne ran müsste, aber man kann ja nur seitwärts parken, sodass wenn der da steht, dann ist der gesamte Triple Charger blockiert. Und das ist richtig mies, also das gehört sich nicht. Der kann da gerne laden, 2-3 Stunden, eigentlich darf man ja nur 2 Stunden da stehen. Und dann soll er bitte woanders hinfahren. Das ist kein Dauerparkplatz. Und deswegen kann da so gut wie keiner laden. Ja, schade. Jeden Tag steht die Parksituation ist ja allgemein da ein bisschen schwierig. Vielleicht liegt das daran. Ja. Naja, man könnte es halt machen, dass man, dass er wegfährt, wenn er voll ist. Man muss ja nicht den ganzen Tag... Wenn er einen anderen Parkplatz hat. Nö, der fährt morgens zur Arbeit, stöpselt sich an und wenn er Feierabend hat, dann fährt er wieder weg. Das ist halt doof. Ja, das ist ärgerlich. Das ist, da kann keiner laden. Also, naja. Gut, laden. Du hast sonst noch Probleme mit dem Auto, hast du gesagt? Ja, so ein paar Kleinigkeiten habe ich. Also mit Kratzern und so wollen wir jetzt nicht anfangen. Aber mein größtes Problem ist eigentlich, ich möchte gerne meinen Fahrradträger mit in den Urlaub nehmen und die Anhängerkupplung fehlt. Die hast du aber gekauft? Die habe ich mitgekauft. Die sollte auch beim Fahrzeug dabei sein, aber sie wurde nicht mit ausgeliefert. So, jetzt wartest du drauf. Genau. In Hamburg haben sie mir versprochen, dass die innerhalb von 1 bis 2 Tagen zugeschickt wird. Das ist natürlich nicht passiert. Und dann habe ich versucht, Tesla zu erreichen. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Beziehungsweise ist nach wie vor nicht so einfach. Ich habe es geschafft, in Groningen einen Servicetermin zu machen. Die haben aber nie geantwortet. Und in Hamburg kriege ich gar keinen Termin. Das heißt, du kannst ja die sowieso nur über die App erreichen. Ja, aber auch das funktioniert nicht. Also sie melden sich nicht? Nee, das funktioniert gar nicht. Ich kann Hamburg auswählen als Service Center und kann auch einen freien Termin wählen und dann kommt eine Fehlermeldung. Das wäre mal interessant, ob du das vielleicht kannst. Außer du hast schon einen Termin eingebucht, dann kannst du keinen weiteren wählen. Ich kann das versuchen, ja. Ja. Also dann müsste ich ja meinen Account nehmen. Also, dann würde ich natürlich einen Termin machen mit mir. Ja, aber den kannst du ja wieder stornieren, nur ob das überhaupt funktioniert. Das können wir gleich mal ausprobieren mit der App. Ansonsten habe ich jetzt im Tesla-Freunde-Forum gelesen, dass viele jetzt auf Groningen umschwenken. Die sollen angeblich deutlich besser erreichbar sein und auch bessere Termine haben als Hamburg. Aber wenn du jetzt auch von Groningen keine Antwort bekommst... Also ich habe den Termin 2 Tage drin gehabt und es hat keiner reagiert. Ich habe extra nochmal reingeschrieben, die mögen sich da bitte mal melden. Das reicht, wenn sie mir die Anhängerkupplung schicken. Das war bei mir jetzt nach Groningen fahren. Genau. Ja. War bei mir auch so, wo ich meinen CCS-Adapter bekommen habe vor 2 Wochen und ich auch nochmal darum gebeten habe, sie mögen mich zurückrufen, ob dann die Teile alle da sind, haben sie auch nicht gemacht. Ne? Ja, einfach gesagt, das ist wirklich ärgerlich. Also ja, das ist kein Zustand. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, das probieren wir gleich mal aus. Hole ich mal mein Handy raus. Und sonst hast du noch irgendwelche Probleme mit dem Auto oder brauchst du nur das Teil, diesen Anhänger? Also eigentlich brauche ich nur das Teil. Ich überlege, ob ich auch den CCS-Adapter bestelle. Ist der nicht mit ausgeliefert worden? Nee. Das ist ja noch, die Erstzulassung war im März. Das heißt, ich weiß nicht, ab wann. Ich glaube, ab Mai wurde der mit ausgeliefert. Ja, genau, ab Mai. Aber die Hardware dafür hast du schon? Nee, ich vermute, die muss auch nachgerüstet werden. Ich weiß es aber nicht. Ach so. Also ich habe das 16,5 kW Ladegerät, aber ich vermute, für CCS muss auch wirklich Hardware getauscht werden. Ja, das kommt jetzt so ein bisschen auf den Monat und auf den Tag an, wann der Wagen gebaut wurde. Ja. Ne? Da kann man Glück haben. Also es gibt auch Leute, deren Auto wurde vor Mai gebaut und die haben das. Meiner hat es ja definitiv nicht gehabt. Ich habe es ja umgerüstet und ich
finde das auch eine gute Idee, dass ich es gemacht habe. Ich habe es zwar noch nicht gebraucht, aber bei meinem nächsten Roadtrip bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es auf dem Weg nach Usedom war es schon so, dass die Supercharger relativ voll waren. Ja, also es ist Ferienzeit und ich bin am Wochenende gefahren und man hätte einfach eine Ausweichmöglichkeit. Richtig, so sehe ich das auch. Und da du ja sowieso zahlen musst für den Strom, ist es eigentlich... Okay, am Supercharger nicht. Also ich habe ja früher Supercharging. Das war eine Aktion für alle, die im Juni verkauft wurden. Ach so, das ist natürlich Deswegen habe ich relativ kurz entschlossener zugeschlagen bei dem Vorführer. Das ist ja super. Also lebenslang an das Auto gebunden. Genau. Ja, klasse. Das ist richtig gut. Das funktioniert auch. Es steht auch im Account und bisher wurde nichts abgerechnet. Ja, top. Okay, trotzdem finde ich, wer sich so ein Auto leisten kann, der kann auch mal was für den Strom bezahlen. Meine Meinung. Klar. Wenn man dann eine halbe Stunde Zeit spart auf der Fahrt, wäre ich auch dafür zu sagen, ich lade mal eben an Ionity oder so mit dem CCS-Adapter, ne? Ja, zumal zwischen Hamburg und kurz vor Stralsund gibt es keinen Supercharger derzeit. Da ist wohl einer in der Planung, aber das ist eine recht weite Strecke. Es sind, ich glaube, über 250 Kilometer oder so rund 250 Kilometer. Und wenn man nicht ganz voll ist, macht es schon Sinn, zwischendurch vielleicht mal laden zu können. Ja, sehe ich genauso. Und du lädst mit wie viel kW kannst du laden? Maximal? Ich glaube, so 115 hat er gemacht. 115, ja. Meiner macht ja nur... irgendwie 84 oder so. Okay. Habe ja die kleine Batterie, 75 kW und die hat mal angefangen mit über 90 und jetzt ist sie auf 84 gesunken, die Ladeleistung. Hm. Weiter geht's nicht. Aber es reicht trotzdem. Ich bin in 35 Minuten immer meistens so voll, dass ich dann weiterfahren kann. Das geht gut. Ja, schade eigentlich das mit dem Termin. Ich werde mal mein Handy holen. Ja, das wäre interessant. Und dann probieren wir das mal aus. Ja. Also wir versuchen mal mit dem Service Center, mit dem Service Center Hamburg einen Termin zu vereinbaren. Es geht um Reichweite und Laden. Und zwar CCS Adapter Upgrade. Upgrade. Fertig. Weiter. Bremen. Jetzt wählen wir, wenn es gleich kommt, ein Service Center aus. So, Hamburg ist ausgewählt. Weiter. Termin, was war das? 18. 18. Oktober, 8 18. Uhr. 8 Uhr. 18. Oktober, 8 Uhr. Weiter. Das sind meine Daten. Weiter. Nee. Genau, jetzt kommt der Fehler. Error, try again later. Failed creating appointment. So, liebe Leute, wie soll man jetzt bitte schön bei Tesla einen Termin vereinbaren? Das kann doch so nicht, kann doch nicht euer Ernst sein. Wir machen das gleiche nochmal. Reichweite und Laden. CCS. Adapter Upgrade weiter Bremen So, jetzt wählen wir mal Groningen aus. Machen dort wann? Wenn was frei ist, ne? Nehmen wir den, ja? Ja. Okay, weiter. Weiter. Termin. Service gebucht, Leute. Das funktioniert. Und das Problem habe ich in Hamburg seit einer Woche. Also Groningen kann man Service buchen. In Hamburg gibt es einen Error. Liegt es an Hamburg? Vermutlich. Liegt es an Tesla? Ich vermute, in Bremen würde das funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Wir hätten das programmiert. Wir waren es nicht. Nee. Alles klar. Ja, scheiße, muss ich sagen. Das ist echt nervig. Aber selbst jetzt, wo du ja in Groningen schon einen Termin gemacht hast, bekommst du ja von denen auch keine Antwort. Genau, ich habe 2 Tage gewartet, dann habe ich Groningen wieder storniert, keine Antwort. Hab's nochmal in Hamburg versucht, weil du kannst ja auch nur einen Termin gleichzeitig buchen. Ja. Du kannst ja nicht, wenn du in Groningen irgendeinen Termin terminiert hast, das gleichzeitig nochmal in Hamburg versuchen. Jetzt müsste ich ja eigentlich an meine E-Mail von Groningen eine Mailbestätigung bekommen, dass ich einen Termin gebucht habe. Da kannst du auch drauf antworten. Da warte ich mal drauf. Aber oder hast du das bekommen? Ich habe eine bekommen, aber es kommt keine Antwort, wenn man da hinschreibt. Das ist ja das System. Du kannst da ja nicht hinschreiben. Genau. Das heißt, wenn du eine Frage hast, musst du den Termin, der in der App dann ja bestätigt ist, musst du den bearbeiten und in dieses Bemerkungsfeld irgendwas reinschreiben. Genau, richtig. Und dann musst du Glück haben, dass jemand darauf antwortet. Bei mir war es ja auch so und hat keiner geantwortet. Bei mir auch nicht. Ja, was macht man da, Leute? Habt ihr eine Idee? Mir fehlen die Worte. Ich meine, ich kann laden, ich habe zum Glück kein Du hast ja keinen Fehler, aber du wartest auf die Anhängerkupplung, du möchtest dein CCS-Upgrade eventuell haben. Aber ich hoffe halt auf eine Umstellungsphase und dass es danach besser funktioniert. Ja, aber wie lange willst du darauf warten? Ne? Willst du es jetzt jede Woche einmal probieren? Oder willst du jetzt einfach sagen, dann fahre ich halt erstmal ein halbes Jahr ohne Anhängerkupplung? Wann brauchst du die zuletzt? Oder beim nächsten Mal? Das ist es ja.
Vielleicht kaufe ich mir ein Faltrad. Kaufst du ein Zweitauto mit Anhänger? Ja, genau. Nee, das ist sehr unschön. Hm. Mir fällt gerade was ein. Ich habe noch eine Telefonnummer. Und zwar vom Ranger. Ja. Der war ja mal hier. Stimmt. Und da habe ich seine Privatnummer nicht, aber sein Diensthandy. Da könnten wir mal anrufen. Aber ich glaube, jetzt ist es irgendwie nach 9. Das wäre jetzt fies. Oder ist es kurz nach 8. Es ist kurz nach 8. Kann man da jetzt noch anrufen? Stimmt. Nein, ich gebe dir die Nummer. Ja, okay. Ich gebe dir die Nummer und dann rufst du den morgen mal an zu Geschäftszeiten. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, ob der jetzt noch erreichbar ist unter seiner Handynummer. Ja. Aber es ist eine Handynummer. Müsste er die SIM-Karte rausgenommen haben. Also ich habe auch eine Handynummer von dem Verkäufer, der vor 3 Wochen noch erreichbar war. Den kriege ich nicht mehr. Der antwortet auch nicht mehr. Der war auch bei WhatsApp jetzt schon lange nicht mehr online. Ach du Scheiße. Ja, dann sehe ich, ich bin gespannt. Also ich gebe dir die Nummer von dem Ranger und dann kannst du mal gucken, ob du den erreichst. Und ich würde mich freuen, wenn du mir Bescheid sagst, ob du den erreicht hast. Also wenn der kommt, dann führen wir das Video fort. Ja, dann sag Bescheid, wenn du einen Termin hast. Also vielleicht brauchst du gar keinen Termin, sondern er bringt dir den vorbei oder so, die Kupplung. Ja, Jan, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, wenn ich auch nicht deine ganzen Probleme lösen konnte. Aber vielleicht war es auch mal nett, mit einem Leidensgenossen zu schnacken. Das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, wenn ich 24 Stunden am Tag anrufen kann, so wenn ich Probleme habe. Also, siehst du aus. Wenn ich bei Tesla schon keinen erreiche. Ja, aber vielleicht klappt das mit dem Ranger, mit der Nummer und halt mich auf dem Laufenden. Ja. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Super, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Und euch danke ich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal und benutzt sehr gerne meinen Referral-Code. Würde mich freuen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Halt, noch nicht abschalten. Es gibt ein Update. Jan hat mich heute angerufen. Heute ist ein Tag später. Dass seine Probleme doch tatsächlich gelöst werden. Denn er hat ja beim Pannendienst angerufen, ein paar Tage bevor wir uns getroffen haben. Und daraufhin haben die ihm eine SMS geschickt, dass sie irgendwie sein Problem aufgenommen haben. Auf diese SMS hat er nochmal per WhatsApp sozusagen ein Reply geschickt, wann er denn jetzt mit den Sachen rechnen könnte, die ihm noch fehlen, also Anhängerkupplung oder Termin für ein CCS-Upgrade. Daraufhin bekam er heute 2 SMS von Tesla, nämlich A, dass seine Anhängerkupplung bestellt ist und sobald sie da ist, wird sie ihm zugeschickt und B, der Servicetermin für das CCS-Upgrade auch gemacht werden kann, sobald alle Teile da sind und sie würden sich dann mit ihm per SMS in Verbindung setzen. Also, so ist es immerhin ein bisschen positiv ausgegangen, das ganze Problem, und dann drücke ich mal Jan die Daumen, dass er seine Teile möglichst bald bekommt. Also Leute, es ist doch alles nicht schlecht, es gibt noch Hoffnung.